Hallo, da bin ich wieder. Und wir setzen die Erforschung dieser Höhle hier mal fort. Das ist auch was aus einer Modifikation. Ja, das ist der. Das Salpeter. Und das kommt in der Regel zusammen hier mit dem Schwefel vor. Oben komme ich ein bisschen schwer hin. Na, wo wird uns das hier wohl hinführen? Jetzt will ich doch mal versuchen, da oben... nein, wo war's? Hier war es, da ranzukommen. Dafür ist eigentlich die Erde ganz praktisch. Zack. Und... ja, jetzt hoffe ich mal, dass mir nichts auf den Kopf fällt. Sieht aber gut aus. Ja. Gut, dann mache ich die Erde hier wieder weg. Aua. Na, das war ja hochintelligent. Gut, gibt Schlimmeres. Dann schauen wir mal weiter. Ich befürchte allerdings, dass die Höhle hier schon wieder zu Ende ist. Ah. Sehr schade. Okay. Wenn ich ganz umsonst hier hingekommen sind, werde ich jetzt hier einfach noch die Kohle abbauen. Oh. Das sieht relativ ergiebig aus. Ach, sag bloß. Mein Inventar ist voll, das heißt, ich kann die Kohle gar nicht mehr mitnehmen. Was lege ich denn ab? Na toll. Na toll. Dann lasse ich... den mit Honig glasierten Schweinebraten einfach hier liegen. Was soll's. Das war die falsche Stelle, aber dieses Kohlevorkommen hier ist relativ umfangreich. Wunderbar. So. Na, das ist doch... ich hasse es, Sachen liegen lassen zu müssen. Jetzt werde ich einfach mal was machen. Ich werde... was macht er denn hier? Ich werde das jetzt einfach sinnloserweise essen und das wieder mitnehmen. Genau. Gut. Dann noch mal ein Stück Kohle. So, wie geht es denn hier jetzt wieder raus? Das passiert einem natürlich schnell, dass man einen Überblick verliert. Und die Minimap nützt mir in diesem Fall hier nicht. Es gibt zwar einen Untertagemodus, aber den fand ich nicht so sonderlich hilfreich. Ha, da sind wir. Wieder an der Oberfläche. Oha. Oh nein, und schon wieder ein Stein getroffen. Und es wird schon dunkel. Muss ich mich ein bisschen sputen, um zum Seehäuschen zu kommen. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Obwohl, da hinten geht schon der Mond auf. Also immer, wenn ich hier im Wasser herumschwimme, wird die Steuerung so ein bisschen träge. Mein Dach hier drauf auf dem Haus ist übrigens noch nicht ganz fertig. Also ich habe versucht, dass es ein bisschen schicker aussieht, indem ich da Treppen an die einzelnen Blöcke gesetzt habe. Dann wird die Steigung sozusagen ein bisschen feiner, soweit das in Minecraft geht. Muss ich noch fertig machen und dann mal schauen, wie es aussieht.
So sieht es schon ganz schick aus hier. Und drauf zuläuft. Und in Sicherheit. Gut. Dann mal unsere Beute hier einfach in diese Kiste schmeißen. Ja, die Federn mache ich da auch mal rein. Ich schmeiß da alles mal rein, was ich irgendwie nicht für meine Expedition brauche im Moment. So. Erstmal total unsortiert. Das muss ich bei Gelegenheit mal aufräumen, aber da müsst ihr mir nicht unbedingt bei zuschauen. Okay. Und gute Nacht. Tja, jetzt sind uns die Höhlen, von denen ich weiß, sozusagen ausgegangen und waren allesamt nicht super spektakulär. Naja, aber man braucht ja auch ein bisschen Glück, um was zu finden. Da hinten brennt schon wieder ein Monster. Ich frag mich die ganze Zeit, was ich mit dieser Grotte hier anfangen könnte. Ich meine, da könnte man auch irgendwas Spektakuläres hinbauen. Vielleicht ein Bau aus Steinen in die Grotte. Und den Eingang irgendwie, weiß nicht, so eine Art Gesicht oder aufgerissenen Mund. Gott, wie viele Kühe sind denn hier unterwegs? Ich erschlage sie mit meinem Eimer. Sie hat jetzt nichts. Die planschen doch tatsächlich in meinem Wasserfall rum. Huch. Bleib stehen! Hab dich. Also die Minecraft-Tiere, die mögen irgendwie sehr gerne Licht und sehr gerne Wasser. Alle Viecher planschen gerne im Wasser. Hier hat ein Skelett noch einen Pfeil liegen lassen. Nein, nicht, dass die Kuh da runterfällt und ich hinterher springen muss, um das Leder einzusammeln. Oh, die hatte nichts. Gut, wie geht es weiter? Gute Frage. Also, ich habe noch ein kleines Bauvorhaben, was mit einer meiner Modifikationen zu tun hat. Das wird uns dann etwas erleichtern, die Gegend zu erkunden und an, sage ich mal, ungünstige Stellen zu gelangen. Vielleicht entdecken wir dabei ja noch was Erforschenswertes. Ich könnte auch noch ein bisschen mich so hier umschauen. Vielleicht sehe ich ja in der Nähe noch was. Aber ehrlich gesagt, hier ist auch so viel aus Sand und so weiter. Ich meine, auch wenn man dann eine Höhle findet, ist die Chance doch relativ groß, dass man sich die bei Grabungen irgendwie hoffnungslos verschüttet. Wieder überall die Bienenkörbe. Bienenstöcke, wie auch immer. Und schon wieder eine Kuh. Eine Gebirgskuh. Oh, und jede Menge Pilze. Naja, soweit ich das weiß, wachsen Pilze eben in der Dunkelheit besser als im Tageslicht. Oder sie wachsen gar nicht bei Tageslicht. Und da es da unten schön schattig ist, sind da jede Menge Pilze gewachsen. Sieht sehr nett aus. So, so ungefähr die Richtung merken, dank der Minimaps. Dieser, ich glaube, der grüne Pfeil zeigt mir den Wegpunkt an, der hier in der Nähe liegt. Und ich habe auf, eben auf das Observatorium einen Wegpunkt gesetzt. Was haben wir hier hinten? Hier sind wir doch mal am Anfang in der Gegend rumgelaufen, oder? Höhlenmäßig ist es da wahrscheinlich auch nicht so prickelnd. Das ist auch keine Höhle. Na toll. Ah. Und wieder voll aufs Maul geflogen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Was
ist das auch für eine Gegend hier? Jetzt schaffe ich es natürlich nicht mehr rechtzeitig zurück, bevor es dunkel wird. Aber man kann sich quasi ein sicheres Feldlager auf ganz einfache Art und Weise errichten. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin, bevor die Episode zu Ende ist. Ja, sag mal. Hier wirklich eine ganz schön große Wüste. Oh! Da kommt doch tatsächlich Wasser aus dem Fels. Hm. Bedeutet das vielleicht, dass es dahinter einen Hohlraum gibt? Da möchte ich doch mal nachschauen. Na. Bis jetzt ergibt sich hier nichts. Ja, sag mal, müssten wir jetzt hier nicht langsam auf das Wasser treffen? Ach, da hinten kommt auch nochmal Wasser raus. Das sieht auch wirklich gar nicht so unschick aus. Was ist denn, wenn ich hier... Das sieht doch schon aus wie so ein kleiner Eingang. Hier einfach mal direkt daneben buddel. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gleich weggeschwemmt werde. Hm. Das kommt da irgendwie da oben raus. Tja. Huch, 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 huch. Hm. So, ach, es ist gerade mal die Mittagszeit. Okay. Also so Grotten und Überhänge gibt es hier reichlich. Was ich nur vermisse, ist eine richtig große Höhle, die man lange erforschen kann. Die vielleicht verzweigt ist und dann sich neue Höhlen auftun, wenn man mal vermeintlich am Ende ist. So was in der Art habe ich jetzt aber hier noch gar nicht gesehen. Na, also... Irgendwie habe ich Probleme hier gerade wieder mit der Maussteuerung. Irgendwie zieht die sehr nach. Hier gibt es jede Menge Kohle und auch wieder einen kleinen Wasserfall. Oh, Platz habe ich eigentlich. Aber nicht mehr viel Zeit für diese Folge. Ehrlich gesagt, die Kohle geht mir so schnell nicht aus. Aber ich würde doch gerne was Spannenderes finden. Jawohl. Jetzt geht's hier rauf. Sieht auch nicht schlecht aus. Oben auf dem Gipfel angekommen sind, ist diese Folge auch wieder zu Ende. Dann bis zum nächsten Mal.